Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch mit Robert Franz. Mein Name ist Götz Wittleben und heute will Robert einfach mal über sein jetziges Leben sprechen. Robert, ja. Dein Leben ist sehr bewegt, nicht nur von den vielen Seminaren und ja, dem neuen Hof in Österreich, sondern recht bewegt. Ja, ist halt so, wenn man etwas für die Menschen tut, dann kommt man auf allerlei für Sachen und man kommt auf allerlei für Ideen. Und ich habe mich entschieden, darum habe ich auch meine Arbeitsstelle gekündigt. Früher habe ich Beton gemischt. Ich bin eigentlich ein Automechaniker. Mhm. Von Automechanik ist auf die Bedeutung nach Deutschland gekommen. Okay, in Deutschland gibt es jeder, macht sein Alzing, Schlosser, was auch immer. Einer macht die Motoren, einer macht das. Habe ich gesagt, okay, mal was anderes. Habe ich 28 Jahre Beton gemischt, habe sozusagen die Welt voll betoniert, über 1 Million Kubik. Cinemax und IMAX und alles, okay, was die stehen. Ein bisschen Nacht um 12 Uhr betoniert und. Und stehen noch. Genau, Windräder in Deutschland drehen sie auch, weil Robert Franz den Beton gemischt hat. Bei der Firma, wo ich habe, 28 Jahre. Und nach 28 habe ich gesagt, jetzt ist die Zeit reif, aufstehen, ja, und was für die Menschen tut. Obwohl ich, früher habe ich Beton gemischt, hinter mir waren die Leute mit Rollstühlen und alles, so alt Lourdes sind sie dahergepilgert, hat Arbeit nicht mehr. Robert, okay, jetzt nicht mehr, du mischst gleichzeitig Beton. Hin sind die Leute zum Beraten, was immer da, ambulantes, ja, Krankenhaus und so. Er sagt, okay, da stehe ich halt auf, jetzt können wir, ich weiß, eine schöne Abfindung kriegen von 80.000 Euro. Mhm. Ich müsste nur eine Halskrause machen, sagen, nein, ich als gesunder Typ, ich bin der gesündeste Mensch, was da überhaupt rumläuft. Mhm. Meine Meinung, andere haben vielleicht andere, mhm, Meinungen, okay. Aber dann bin ich raus, da habe ich gesagt, jetzt fange ich an und helfe Menschen. Und da ist angefangen mit Robert Franz, Seminare und so und die ganzen Naturheilmittel. Und bis zu jetzt, okay, jetzt bin ich, habe ich meine Firmen, habe, mhm, meine Nahrungsergänzungsmittelfirma, habe meine Hundefutterfirma und jetzt stehe ich so auf den Beinchen und denke, wenn du so eine Firma hast, heutzutage als Unternehmen, muss Menschen helfen. Weil die wenigsten, mhm, Unternehmer sind sozial eingestellt, jeder will einen schnellen Profit machen. Früher, wenn einer ein Unternehmer hat, mit dem Geld, was er gewonnen hat, einen neuen Arbeitsplatz geschaffen. Ich habe auch für mich arbeiten jetzt, ich habe schon 38 Leute, die für mich arbeiten. 38, mhm, ist, mhm, halt nicht so klein und es werden immer mehr. Und weltweit, durch die ganzen Dinge, habe ich einen Haufen Arbeitsplätze geschaffen. In Österreich, Schweiz sind Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Das wollte ich gerade sagen. Genau, klar. Und das sind auch, ja, Arbeitsplätze, die ich geschaffen habe, sodass, ja, Robert Franz ist nicht nur ein Provokator in Sachen Gesundheit, sondern auch einer, der sozial für die Leute eingestimmt ist und die Leute ermöglicht, dass sie selbstständig werden, dass sie neue, mhm, Bewusstsein kriegen. Viele Leute haben komplett was anderes gemacht. Die waren Designer, die waren Versicherungsunternehmer und jetzt haben sie ihren eigenen Laden, verkauft Produkte, beraten über Gesundheit, mhm, und sogar besser wie ein Arzt sozusagen. Mhm. Und ich bin stolz, dass ich das gemacht habe. Nur, so wie ich sagte, ich habe in Würzburg gewöhnt, in Martinshaar unter Ickelsheim. Dann habe ich halt meine Hunde, meine Tiere und okay, waren 2000 Quadratmeter, aber irgendwann mit 39 Hunden und Highland Coon, 14 Ziegen und wird der Nachbarschaft wahrscheinlich auch zu 2000. Bunt. Dann habe ich nicht ein Hahn gehabt, sondern 5 Hähne. Da gibt es Guten Morgen in 5 Sprachen. War einmal so ein Wettbewerb Antenne Bayern oder Hahn gegen Hahn. Da kann ich gleich alle 5 mitbringen, wählt dann Kandidaten aus. Und da habe ich entschlossen, sie wollen weg von da. Und da habe ich mal gesucht, habe es nicht geschafft. In 2015, aber jetzt in 2016 habe ich gefunden, so einen kleinen Berg da in Österreich, das sind fast 180.000 Quadratmeter, okay, ja, ist eine Bruchbude, darauf stört mich, ich schlafe in einem Zirkuswohnwagen von der DDR 1970, mhm, keine Isolierung, nach 1,5 Stunden friert das Wasser zu, komme ich damit zurecht, meine Hunde wärmen mich, alle, die nehmen die Wärme von mir, mhm, und da habe ich viel Platz und dann, jetzt kommen noch meine Ziegen rüber, Hühner werden später kommen, weil es ist auch die Hühnergrippe und dann, ah, mache ich halt keine, ich weiß, Gefiederbewegungen, dieses Ding, aber kommt die Kuh, die Ziege und da fühle ich mich richtig wohl. Ich bin richtig in der Natur, ja. Motorsäge, Bulldog, Traktor, Holzschneiden, so, ich weiß, man deckt das Kind in sich, muss, mhm, aber auch aufpassen. Mit einer Motorsäge mindestens. Genau, eben, ja, klar, das spielst du nur einmal, das zweite Mal, ich weiß, machst du gar nichts mehr, aber ich habe bemerkt, durch die Natur, was ich habe, komme ich auf noch mehr Ideen, weil jetzt, mhm, bin ich frei, ich bin da oben auf dem Berg, sind halt nur 600 Meter Höhe, unter, mhm, der Nebelgrenze, aber wenn ich in der Früh aufstehe, links von mir ist Slowenien, mhm, rechts ist die Steiermark Österreich, da ist auch die Schwarze Sulm, das ist ein Naturschutzgebiet, nur ein paar Kilometer, richtig so felsige, ja, grüne, so ein Fluss, der ist, glaube ich, unter Naturschutz gestellt und ich bin mitten in der wilden Natur, mhm, mit meinen Tieren und jetzt habe ich auch Kraft, noch mehr Gas zu geben, weil ich war halt so viel, ich habe mich hingelegt schlafen und angefangen über Seminare wieder schlafen gelegt, aber jetzt habe ich richtig Zeit, richtig was für die Menschen zu tun. Jetzt werde ich auch die Seminare mal
ich weiß mal nicht mehr so schnell sprechen, sondern langsamer sprechen. Die Leute sagen, so sieht es aus, denkt mal darüber nach, warum seid ihr da, was sucht ihr da, was hat euch daher gebracht? Oder mal die ganzen Menschen, die da sind, selber einbinden. Nicht nur ich, dass ich was erzähle, sondern kann jeder mal aufstehen und kann erzählen, was ihm wehtut, was er dafür schon gemacht hat, was für Chancen, was für Aufklärung. Und dann werde ich meinen Senf dazu geben, was ich halt denke. Und so. Und das wäre vielleicht viel interessanter, wenn in so 700 Leute nicht, dass Robert Franz erzählt, jetzt macht das und das und das, das schaffe ich in 10 Minuten, ihr müsst oder das machen. Viele sagen, Herr Franz, Sie müssen sagen, ich würde das machen. Sag ich, tut mir leid, ich habe schon längst gemacht, deshalb werde ich meine Sprache nicht ändern. Jeder sagt, Herr Franz, Sie wären längst aus dem Schneider, wenn Sie sagen würden, ich würde das machen. Nein, ich kann das nicht machen. Ich habe es gemacht und die Menschen müssten das machen, wenn sie wollen auch nicht. Ich werde auch niemals meine Sprache ändern. Viele Leute haben sofort wegen, ich weiß, dem Prozess, haben sofort ihre Art, nein, ich werde meinen Dialekt beibehalten. Man sieht, ich bin nicht in Deutschland geboren, komme von Rumänien, bin Hälfte Ungar, Viertel Deutsche, Viertel Tscheche. Ich bin so Promenadenmischung, die durch einen Semmelbrösel ziehen kannst, braten und dann ist sie noch immer, ich weiß, lebendig und knirscht zwischen den Zähnen. Ich werde mich nicht ändern. Ja. Das müsste auch jeder Mensch für sich machen, seine eigene Art, seine Originalität nicht ändern. Aber wir sind alle schon lebloser Brei geworden. Wir sind angstfrei geboren, haben keine Ängste. Und dann nach gewisser Zeit haben wir schon Angst. Mein Kind wäre krank, ich verliere einen Job und so. Nein, wir müssen angstfrei bleiben, an unsere Identität bewahren und dann mehr oder weniger was leisten für die Gesellschaft. Und es wird dir auch keiner auf dem Brot spielen, wenn du nichts machst. Ja, und uns unsere Herkunft auch nicht schämen. Nicht schämen, genau. Egal von wo ich bin ein Mensch auf diesem Planeten. Ich komme nicht von, weiß ich, bin kein Außerirdischer. Spricht. Ja, genau, das ist egal. Früher tatsächlich die Gänsefleischsprache, was auch immer, genau. Die haben sich geschämt, sächsisch zu sprechen. Ja, ich auch. Wenn ich bin nach Würzburg gekommen und bin schon gekommen von Rumänien, da sagt einer, du mich verstehen? Sei, red Deutsch, Junge. Ich habe Abitur gemacht, weißt du was, vielleicht nicht so richtig lernen. Also, da haben sie schon blöd geschaut. Ja, und weißt du was, kennst du dich überhaupt das? Ja, für deine Lösung, was du da hast, gebe ich dir 5 Lösungen. Nur so zu diesen. Und dann haben sie mich sofort akzeptiert. Und auch wo ich bin, da reden sie ja fränkisch. Und zum Beispiel, ich kannte nichts geben und nichts nehmen. Du kannst mich sozusagen am Arsch lecken. Das heißt, auf Fränkisch, ich kannte Neska Kau, Neska Nam, du kannst mir am Arsch gelack. Also das war fränkisch? Ja, das war fränkisch. Okay. Du kannst nichts nehmen. Oder ja. Ich habe auch die Sprache gleich angenommen. Aber ich halte noch immer meinen Dialekt. Jeder kennt. Der kommt von Rumänien. Von wo kommen Sie? Das ist so Rumänien, Ungarn, von wo kommen Sie? Ja, ich kann auch Ungarisch perfekt sprechen, Deutsch, Rumänisch, Englisch, Französisch, mehr oder weniger habe ich im Gymnasium 2 Jahre gemacht und du brauchst nicht ein Fundament für eine Fremdsprache. Da will ich mir auch niemals verfälschen. Und das sind die Leute, schaut den Typen an, der kommt, ich weiß, mit einer Nylon-Tüte in der Hand von Rumänien, waren keine Kürbis, keine Tin, was auch immer. Und schau, was der macht, der hilft uns. So was, dass jeder auch können, ich weiß, kleinen Opfer spielen, weißt du was, ich habe Gefängnis gemacht und für Ersatz und ich sage, nein, ich bin so geblieben, wie ich bin und habe bemerkt, dass der nützlich ist, weil es sind auch viele Zivilisationen oder viele Völker, die manche Sachen denaturieren, von der Natur weggedriftet, wird mehr in Technik investiert und es ist gut, wenn die Völker sich ja wenig mischen. Da haben wir früher, wenn sie im selben Dorf geheiratet, dann haben sie auch, ich weiß, Schuhgröße 56 gehabt, da hat einer mal einen Buckel gehabt, weil die gehen nicht weit gewandt, gibt es auch von Fränkisch so. Was so ein Sprichwort. Aber ich weiß, meine Mutter von meinem Vater waren 700 Kilometer entfernt, da war richtig dazwischen. Und außerdem, wie sie mir bekommen, waren sie auch nicht mehr so jung. Man sagt immer, auch der Einstein, seine Eltern waren auch nicht die Jüngsten. Umso älter du bist, auch ich, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, nicht ich, vielleicht die Frau, die das Kind austragen würde, würde halt mehr Erfahrung haben, mehr genetisches Material, mehr Informationen geben. Und darum, Kinder von älteren Eltern sind auch wenig cleverer. Du kannst ja nicht mitgeben, mit 20 Jahren, 18, was das will mitzugeben. Er hat eine guten Gene, aber sonst mental, der Zelle, der Lernprozess. Aber ich habe auch keine Probleme gehabt, egal was auch jetzt im Alter, wenn ich Kind bekomme, sagt, toll, die nehme ich gleich gerne an. Ich ziehe den nächsten kleinen Rebellen. Der wird gleich mit mir festgebunden und wenn ich untergehe, macht er weiter und so. Also ich finde das sowas von toll, auch Kinder und alles. Und ich habe ja auch meinen Sohn, wie man gehabt hat, habe ich ihm nur gewickelt und gebadet und alles. Ich finde, man soll keine Ängste haben. Jeder hat Angst und sind auch passiert Sachen. Und wenn einer sagt, ja, ich bin schwanger geworden, voll in Ordnung, komm her. Und dann hat es geheißen, ja, ich bin nicht mehr schwanger. Also man muss Menschen nicht blöffen. Die Leute denken, man kann mir kann keine Angst machen. Für meine Taten übernehme ich Verantwortung. Egal, was ich mache, stehe ich dazu. Ich sage nicht, ich war es und drücke auf den anderen und bin aus dem Schneider, sondern ich sage, was ich gemacht habe und helfe sogar den anderen. Und
Das finde ich in Ordnung und darum bin ich jetzt in Österreich. Wahrscheinlich jetzt kriege ich noch mehr Natur in die Gene rein. Wäre ich so, wahrscheinlich wächst mir nicht Moos auf den Rücken bald. Aber ich habe bemerkt, das tut mir gut. Ja. Und das ist die 4 Monate, was da waren. Am 30. September war es der letzte Vortrag. Und jetzt kommt der erste Vortrag. Kommt jetzt am 17. bin ich in Ljubljana, drüben, in Slowenien. Ja. Und in Slowenien haben die Leute auch nicht so viel Geld, aber die Leute haben es gecheckt, Gesundheit, auch wenn ich wenig Geld habe, zahlt sich aus. Ja. Weil nützt ja nichts, wenn ich kein Geld habe und krank bin, nützt auch gar nichts. Und da sind 400, 500 Leute und dann bin ich in Leibniz. Und dann geht es weiter in der Schweiz und nach Wien und überall, jetzt geht es wieder los. Ich werde auch schauen, dass nicht wieder so ein Kuddelmuddel wie voriges Mal steht. Ja. Aber jetzt geht es wieder los mit der Aufklärung von Leuten und jetzt werde ich dann in Deutschlandsberg, da wo ich wohne, ich wohne jetzt in Eibiswald in Österreich, oben auf dem Berg, da in Eibiswald. Mhm. Und da werde ich einen Vortrag halten, da kommen 1500 Leute, da wird die Halle voll sein. Auf? Genau. Aber nicht auf dein Grundstück jetzt? Nicht auf mein Grundstück. Aber mein Grundstück habe ich die Zeit, habe ich vor, die nächste Zeit halt so ein Zirkuszelt hinzustellen und dann, ich weiß, mal 400, 500 Leute bei mir zu begrüßen und dann fühlen sie sich wohl. Und dann, ich weiß, dann muss ich der Mahomet zum Berg. Oder der Berg zu Mahomet kommt, dann habe ich mehr Zeit, dann stehe ich auf. Oder ich weiß, wenn keine Mensch da ist, ich gehe mit einem Krokodilkostüm auf der Bühne, verbessere meine Rhetorik oder was auch immer. Aber du hast ja auch die Möglichkeit, ne, über das Robert Talk, Franz Talk. Ja, genau, 5. Gut, dass du es erwähnt hast. Genau, ich habe immer, die ganzen Leute sind fanat nach Facebook, Mark Zuckerberg, was er Facebook, habe ich gesagt, und was, warum soll man bei 5000 stoppen? Mhm. Robert, wenn es willst, du persönlich öffentliches. Weißt du was, Interesse und dann kannst du mehr liken, aber ich weiß nicht, wer die Leute sind, die liken mich nur. Ich habe gesagt, ich will die Leute sehen, ich will mit denen reden und sowas. Mhm, und da bei 5000 Facebook aus, jetzt habe ich wieder schon 2000 Freundschaftsanfragen. Ja, müsst ihr ein neues Profil aufmachen, dann bemerkst du Robert Franz geht nicht. Und habe ich gesagt, ich mache mein eigenes Facebook und habe gemacht Robert Franz Talk. Das ist so ein Portal, genau wie Facebook, kostet mich 2000 Euro im Jahr, mehr oder weniger. Ja. Aber da bringe ich Menschen zusammen. Und was ich bei dem Portal gemacht habe, wir sind alles, ich habe es ja da auf dem Laptop, Hauptseite, Feed, Personen, Gruppen, Veranstaltungen, Forum, alles genau fast wie Facebook, nur es gibt keine Grenzen. Man kann auch 1 Million Leute zusammen. Nur was ich gesagt, Voraussetzung, wenn jemand sich einloggt bei mir, sag, wer du bist. Zeig dich. Ja, zeig dich. Hab Mut, dich zu zeigen. Genau. Wo wohnst du? Und vielleicht deine Telefonnummer oder ich will vielleicht mit dir reden oder ich habe auch keine Zauberkugel zu wissen, wer da, was es sich gibt. Und das finde ich bei Facebook sowas unpersönlich. Manche Leute loggen sich ein, heizen die Atmosphäre ein, haben mit dem Thema gar nicht so ein Lachen. Sogenannten Trolls. Genau, klar. Aber keiner sagt, wer ist. Und ich habe mich als Erster eingetragen, Robert Franz, ich wohne da, Telefonnummer und alles. Und die meisten von ihnen haben sie eingetragen, viele haben sie nicht eingetragen. Die werden halt, ich weiß, mehr oder weniger sagen, tut mir leid, muss ich euch löschen. Wenn einer nur da ist und traut sich nicht, dann werde ich sie auch nicht trauen. Wenn ich mich nicht traue zu outen, werde ich mir auch nicht trauen, für jemanden was zu machen. Warum? Ja. Wenn jemand was zu machen, muss ich mit meiner Person da sein. Ja. Und das werde ich auch nicht machen. Ja. Und ich habe gesehen, es sind schon ein Haufen Menschen, die sich eingetragen haben. Es funktioniert, die Leute loggen sich ein und Ausinformationen machen, Gruppen haben Foren, genau wie die Infosammlung und alles. Die Leute haben bemerkt, wow, wir zusammen können wir interagieren. Nur es wird nicht geboten, es wird immer, Interaktion der Leute wird eingeschränkt. Man weiß, viele Leute sind Macht. Wenn 40.000, 50.000 Leute was machen, dann gibt es mächtig ein Problem. 100.000 Leute, 200.000 Leute, es wird eingesetzt, 4.000, 5.000 Leute kann man noch vielleicht in Schrecken halten. Da gibt es ein paar Gummistöcke auf dem Rücken, ein paar, ich weiß, was auch immer. Aber es muss gar nicht so weit kommen, weil ich weiß, Leute, die clever sind, Leute, die gesund, die angstfrei sind, die setzen ihre Kraft ein, die setzen ihr Gehirn ein. Sowas. Und vor allen Dingen, sie haben eine andere Ausstrahlung. Die setzen ihre Handlung. Die machen einfach und ob sie dann bewährt als Strafe oder nicht Strafe, ist uninteressant. Aber sie handelt, haben wir anders. Sie kennen nicht dagegen, die kennen dafür. Und das wird die Welt. Und darum habe ich das Robert Franz Talk, das heißt auf robertfranztalk5socialgo.com. Ich kann es auch ändern auf Robert Franz Social Go oder was, ohne dass die 5 dabei ist. Aber ist egal, ich habe bemerkt, die Leute sind draufgesprungen auf dem Zug. Und wir blenden auch das dann einfach nochmal ein. Ja, können wir es einblenden. Ja. Und darum habe ich auch da reingeschrieben, in dem einfach so. Als Dings habe ich gesagt, wenn du mutig genug bist, dann melde dich an. Verbinde dich mit Menschen, die dieselben Ziele und Ideale haben wie du. Jeder Mensch, der diese Menschen outet sich durch seine Telefonnummer, Adresse. Ich bin mir sicher, dass unsere Anzahl wachsen wird. Und vielen Dank, lasst eure Träume in Erfüllung gehen. Sozusagen ein Portal der Mutigen. Portal der Mutigen, nicht genau. Ein Portal die Leute, die da sind, die stehen auch für was sie stehen, das garantiere ich. Da rufst du in der Nacht um 2 an und sagst, hey, ich brauche deine Hilfe, der ist da. Ja. Und der wird nicht sagen, hey, lass mich los, ist nicht, dass 2 Uhr in der Nacht ist. Und so ich sage, mit meinem Grundstück, was ich jetzt habe in Österreich, das wäre jetzt auch meine anderen Tiere, vielleicht wäre auch ein paar Pferde, gehe ich mal nach Holland rüber, da werden die Pferde richtig geknechtet, dann hole ich mal so einen Sattelzug und haue mal 20 Pferde, er sagt, dieser Esel, dieses Pferd, komm nicht zum Schlachten. Ich habe gerade so einen tollen Film gesehen auf Netflix, da gibt es
Harry und Snowman, ein Film, da hat einer, ein Holländer, war in den USA, das war in 1950er Jahre, war so eine ganz große Schlacht, wo die ganzen Pferde wurden erstmal verkauft, die anderen wurden zum Schlachten. Und sieht er so ein weißes Pferd, und das ist eine echte Geschichte, geht dort rein und sagt, dieses Pferd will ich haben, was kostet $80? Und er hat das Pferd genommen, ganz toller Film, Harry und Snowman. Und dieses Pferd ist das beste Pferd der USA geworden, ist 2,61 Meter hochgesprungen und alles. Mhm. Der hat es einfach genommen, nach Hause getragen für die Kinder und auf einmal hat es verkauft an seinen Nachbarn. Am nächsten Tag war das Pferd da, sagte, das gibt es nicht. Ja, der Zaun war 1,60 Meter, was hat er gemacht? Zaunhöhe war wieder das Pferd da. Das dritte Mal haben sie so einen Autoreifen an seine hintere Fesseln gebunden. Am dritten Tag war er mit dem Autoreifen, da hat er über dem Zaun mit dem Autoreifen gesprungen. Weil er dann zurück wollte zu seinem Herrchen, genau, zu dem, der ihn gerettet hat. Und dann, der war Springreiter, hat ihn genommen und hat 59,60 gewonnen, die Hall of Fame, AWF Pferde und richtig geil. Also ich sage, Geschichten des Lebens schreibt und ich finde es richtig toll. Ja. Richtig toll, was Tiere Menschen beibringen können und was Menschen eigentlich aufnehmen müssten, aber sie haben nicht, weil sie die Fähigkeit verloren haben, Natur zu spüren. Entfremdung von der Natur und Entfremdung von sich selbst. Genau, deshalb brauche ich keine zig Mantras und was auch immer. Das kommt drüber, aber deshalb musst du frei sein, gelassen sein, angstfrei sein. Dann spürst du die Schwingung. Indem du dich verkrampfst, alles zusammenziehst, dann nützen 1000 DVDs und 1000 CDs, kannst vergessen. Und 1000 Seminare, wo die Masse es macht, wo du dich entspannst durch die Menge. Und wenn du zu Hause bist, bla bla bla, bewahrst du mal eben. Also sich weiten. Genau, Mut zu haben, sich zu weiten, durchlässig zu werden für das Leben und mutig, vor allen Dingen mutig. Muss ich für andere Menschen einsetzen. Ich finde, wir setzen uns zu viel Wandel. Wir reden von Zivilcourage, was auch immer, aber im richtigen Moment ist sie nicht da. Dann lass doch die Kampagnen. Lieber, ich weiß, weniger reden, mehr machen. Naja, klar. Also in einer Gesellschaft, die so auf Experten und das Gesundheitssystem und sonst was, und man ist ja mit einem Bein schon im Gefängnis, wenn man was Falsches macht. Also die sagen es vor Fehlern. Du hast ja bestimmt auch Fehler gemacht, oder? Ja, klar. Aber in deinem Leben. Ja, klar, aber ich habe aus denen gelernt, eben. Ja. Eben. Oder vielleicht meistens nochmal, wenn sie mir gefallen. Aber ich habe auch Gefängnis gemacht. Ich habe auch ein Jahr Gefängnis in Rumänien, 1,5 Jahre. Aber 1 Jahr war ich gesessen wegen Freiheit. Ja. Eben, und hab's verkraftet, hat mich stark gemacht. Ich sage immer, wäre gut so ein Gefängnis, mal für jeden so, mal einen Monat, so ist das Leben nicht leicht ist. Da bist du isoliert, da bist du allein, bist du zwischen Menschen, die, irgendwie habe auch im Gefängnis vielen Menschen geholfen, aber Frauen zum Tode verurteilt, habe alles mein Bestes gegeben. Mit den Polizisten habe ich Bodybuilding gemacht, dass sie Muskel kriegen und so, ich als Gefangener. Und war der Personal Trainer von von den Wärtern? Ja, von den Wärtern, genau. So, so machst du das, da machst du das, habe mein eigenes. Habe Schnaps gebraucht aus Holunder und habe Nudeln gegen Benzin getauscht. Das ist richtig, richtig verrückt. Und kein Gefängnis wie in Deutschland, weil in Deutschland nicht war Gefängnis, was man heutzutage ist. Schläfst du mit der Psychologin und trinkst Kaba und lernst für die Hochschule. Sowas wird für mich, ich weiß, Trauminsel sein. Aber ich habe das hat mich wahrscheinlich als Mensch geprägt, die ganzen Sachen, was ich erlebt habe. Und ein Haufen Sachen. Und es gibt andere, die davon sich brechen lassen. Ja, und oder andere, noch mehr ins Opfer gehen. Ja, klar. Ja, oder in die Gewalt. Und du hast es aber sozusagen für dich als Chance. Klar, am Anfang tut es weh. Ja, weil auch wenn dich ein Mensch verlässt, es tut weh, das bleibt drin, du spürst es. Aber irgendwann, entweder, ich weiß, kommt er von alleine zurück oder du lässt es, oder musst es so lassen. Man kann Menschen nicht ändern. Das treffen die Welten an. Manche Leute fahren Fahrrad, andere kommen im IC da. Ja, wenn man mit dem Fahrrad aufsteigt, entweder man bleibt drin oder fährt weiter Fahrrad. Und ich kann nicht einer, der Angst hat oder Höhenangst auf eine Achterbahn, auf Geisterbahn schicken. Weil nach dem ersten Ding ist aus. Aber es kann sein, mit der Zeit überdenkt und macht mal ein paar Windungen mit. Und das nächste Mal nimmt er den nächsten mit. Ja. Obwohl er, und dann ist das, so wie gesagt, die seelischen Sachen sind am schwieriger zu verkraften. Ich weiß, materielle Sachen, die kann man lösen. Es gibt ein Ja oder Nein dazwischen. Ja, ein gibt es nicht. Entweder zahlst oder zahlst nicht, entweder machst oder machst nicht, aber die seelischen Sachen bei Menschen, die bleiben drin und die kann man auch nicht löschen. Ich weiß, mit einem Schwamm oder was auch immer, oder pass auf, du nimm deins zurück, nimm meins zurück, dadurch ist es aus. Nein, wir haben etwas zusammen erlebt und es bleibt immer in dir drin. Es hängt ab, wie stark du die Sachen schätzt, wie wichtig die für dich sind. Wollte ich gerade sagen, das, was geschehen ist, können wir nicht ungeschehen machen, aber wir können trotzdem die Perspektive darauf ändern. Genau, Perspektive darauf ändern, genau. So wie du gesagt hast, ich habe jetzt keinen Zündholz dabei, aber was kann ich da nehmen? Ich habe einen Zündholz. Ah, hast du die Schachtel, genau. Was das hat mir gefallen, bist du mir. Wo habe ich den? Hast du das? Ja, okay. Doch. Dass ich das zeige, genau, was du mir gezeigt hast, weil das Beispiel, du sagst, pass auf, ich bin enttäuscht und weißt du was, meine Freundin, wir haben uns getrennt und sowas und du hast gesagt, schau Robert, man kann jemanden so fallen lassen, zack,
ich lasse dich fallen, okay. Ja. Loslassen, loslassen. Oder was du mir sagst, Robert, mach so, dreh um die Hand und jetzt ist es auch los. Bedeutet, du bist da, du kannst selber essen. Und dabei sagt den Leuten und den Menschen, lass niemals Menschen fallen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, Menschen fallen lassen. Mhm. Einfach Hand aufmachen, freilassen. Mhm. Er kann weggehen, kann da bleiben oder du wirst niemals zudrücken und auch nicht loslassen. Ja, und es ist so einfach. Auch das ist so einfach, dass es diese unterschiedlichen Formen des Loslassens gibt. Genau, klar. Manche lassen dich fallen und andere machen einfach auf und sagen, okay. Ja. Mach, was du glaubst, was richtig ist. Ja. Und ich begleite dich noch eine Zeit lang. Du bist noch da bei mir in der Hand eben. Ja. Und in dem, was losgelassen ist, ist keine Verbindung, gar nichts da. Und das hängt ab, manche Menschen sind mehr oder weniger. Und sie tun sich in der Regel auch beide. Ja, genau. Sie tun sich einfach nicht weh. Genau, ja. Klar. Ja. Tut sich auch gar nicht weh. Aber ich weiß, kommt Zeit, kommt Rat. Ich sage, Zeit heilt alle Wunden, aber. Du sprichst jetzt von deinem Leben jetzt im Moment. Ja, das ist von meinem Leben, was da ist. Aber viele sagen, Robert, wahrscheinlich musst du das alles durchmachen. Weil du als Beispiel für die Menschen bist und dann kannst du auch über Sachen reden. Wenn du etwas nicht durchmachst, du kannst nicht über etwas, genau, du kannst über etwas reden, wenn du nicht erlebt hast. Mhm. Und es sind viele, die draußen was erzählen, was auch immer, erfinden allerlei für Dinge, reden drüber, aber am tollsten sind die Geschichten, wo Menschen was erlebt haben und sie es dann erzählen und weitergeben. Ja. Das sind die tollsten, das sind Geschichten, die erleben. Ein ganz tolles Buch habe ich jetzt vom Flughafen gekauft mit einem. Ich muss es noch lesen, ich habe es noch im Rucksack drin. Da hat einer ist gegangen nach Ecuador zu rennen, so 700, 800 Kilometer. Mhm. So, ich weiß, Überlebungstraining zu rennen. Ja. Wie er hingekommen ist, da war so ein Hund. Und der Hund ist die ganze Strecke mitgerannt mit dem. Und freiwillig sozusagen. Also der hat sich zu ihm gesellt. Genau, und dann haben sie mich auf Boot partiert und sowas. Der Hund ist reingesprungen in Wasser, obwohl er nicht schwimmen könnte. Und ist mitgeschwommen, obwohl das Ding hat er angepackt, wer fasst das Kanu, dem Hund ein Boot rein. Und der Hund hat das mitgemacht und der hat ihn mitgenommen nach Schweden. Mhm. Richtig toll. Das finde ich gerade. Genau, das finde ich richtig toll, dass so ein Hund, was der für ein Gespür hat für den Menschen, und dann haben sie den Hund nochmal operiert, waren die Zähne kaputt und alles, aber toll, der Hund ist jetzt in Schweden. Und also du möchtest auch anderen Menschen Mut machen, es einfach zu erfahren und nicht alles auf Sicherheit abzuklopfen. Genau, auch andere Menschen den Mut man geben. Man kann keine Erfahrung auch machen. Auch wenn man nicht schwimmen kann, soll man Wasser reinspringen. Einer wird nicht raus. Zumindest sollte man sich vergewissern, dass jemand in der die Menschen sind von sich aus gut, der Mensch ist nicht schlecht von sich aus, muss die Menschen nicht abstempeln, aber es wird immer welche sein, egal in welcher Situation bist, da werde ich keinen fallen lassen. Da müssen auch Leute keine Angst haben. Sie sind niemals verloren. Es sind immer die Menschen, die da sind und sozial eingestellt sind und die Leute auffangen. Auch wenn nicht in dem Maße, wo sie erwarten, so viel Material, aber es ist immer eine Hand. Die natürliche, Ivan Illich war mal ein alter, in 70er Jahren groß, ein Literat, der gesagt hat, das Martinshorn, also wenn das ertönt, lalülala, kann die natürliche Hilfsbereitschaft eines ganzen Stadtviertels lahmlegen. Mhm. Das heißt, die natürliche Hilfsbereitschaft ist in jedem. Ja, die Leute sind paralysiert. Und aber in dem Moment, wo die sind ja zuständig, ich habe damit nichts zu tun, nicht helfen. Aber natürlicherweise, jeder möchte helfen. Ja? Ja, genau. Und man darf auch um Hilfe bitten. Ja, und man darf sich auch trauen zu helfen, auch wenn ein Unfall passiert, da wäre es niemals zur Rechenschaft gezogen. Ja. Wahrscheinlich wäre es niemals Sachen, die halt vielleicht schädlich sind mit dem, was du willst machen, was du halt machen würdest, wenn du halt verletzt würdest und sowas. Und was ich mache, ich leiste halt Hilfe in Sachen Info, Gesundheit, ich weiß. Und alles, was Stärke, Mut. Alles, was wir geben, kommt zu uns zurück. Genau, alles kommt zurück. Ja, und darum, die Zelle, sie gibt ab, sie nimmt auf, aber fragt nicht, woher und wohin. Die Zelle ist ja unverwüstbar, wenn das wird, immer funktioniert. Aber was macht irgendwann, wird nicht abgegeben, wird nicht aufgenommen, dann ist es aus. Und dann ist es gut, im Gleichgewicht zu bleiben. Auch wenn man Geld hat, Geld laufen lassen und nicht halten. Und ich weiß, keine Angst haben, kein Vietnam-Syndrom entwickeln. Ja, also ich habe einfach mal eine ganz wichtige Sache mit dem Helfen. Ich komme aus so einem christlichen Elternhaus, da war der Altruismus, also immer nur andere. Ne? So wurde das verstanden, alles für andere zu tun. Aber da ist eine große Lüge drin, da muss man drauf aufpassen. Ich muss für mich auch selber sorgen, zu mir selber gut sein. Ne? Das heißt, also wenn du sagst, ich helfe gerne, aber dann ist es deine Freude. Ja, also du bist in deiner Freude. Ich bin meine Freundin. Insofern tust du auch was Gutes für dich. Ja, aber so wie ich sage auch immer, du bist die wichtigste Person. Wenn es dir nicht gut geht, dann würde ich nicht in deiner Nähe sein. Nee. Aber wenn es dir gut geht,
gibst das Gute weiter. Und das, ja. Du bist nicht die Frau, der Mann, sondern wenn es mir gut geht, gebe ich nur Gutes weiter. Ja. Eben. Und darum, jeder soll sich als wichtigste Person bezeichnen und nachdem es ihm gut geht, dann kann er das Gute weitergeben. Bis dann brauche ich nicht für jemand anderen da große Tone zu spucken. Weil das wird auch nicht viel nutzen. Ja, dann wünsche ich dir, dass das, was du jetzt gerade durchmachst, ja, was ich durchmache, das einfach als Erfahrung wieder einordnest in dein Leben. Ja, das habe ich jetzt auch erfahren. Eben. Ja, aber ich werde nicht daran zerbrechen. Auf jeden Fall. Weil das Ganze sozusagen ein riesen Bühne von möglichen Erfahrungen ist. Genau, klar. Du bist ja mit jedem verbunden. Ob ich jetzt 1000 Kilometer entfernt bin oder nicht, bin ich mit dem verbunden. Genau. Es gibt keine Grenzen. Und es gibt nicht auch nur keine die Nähe macht es, die Weite macht es, bist genauso verbunden. Genau. Und aus dieser, ich denke, das ist auch eine Qualität, die du ausstrahlst. Mhm. Dass du das nicht nur als, auf einer Party, ja, wir sind alle eins, das wissen wir ja oder so, sondern dass du es lebst. Eben. Und diesem Wissen, ich gebe und ich bekomme das, was ich zum Leben brauche oder die Freude, die kommt zu mir zurück. Eben. Ich danke dir, Robert. Ja, danke auch. Für dein Eintauchen in dein jetziges Leben und freue mich schon auf die nächsten Gespräche mit dir. Auf jeden Fall, ich auch. Tschüss, Robert. Ja. So. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal mit Robert Franz. Hof in Österreich, sondern recht bewegt. Ja, ist halt so, wenn man etwas für die Menschen tut, dann kommt man auf allerlei für Sachen und man kommt auf allerlei für Ideen. Und ich habe mich entschieden, darum habe ich auch meine Arbeitsstelle gekündigt. Früher habe ich Beton gemischt. Ich bin eigentlich ein Automechaniker. Mhm. Von Automechanik ist auf die Bedeutung nach Deutschland gekommen. Okay, in Deutschland gibt es, jeder macht sein Alzing, Schlosser, was auch immer. Einer macht die Motoren, einer macht das. Habe ich gesagt, okay, mal was anderes. Habe ich 28 Jahre Beton gemischt, habe sozusagen, Unternehmen muss Menschen helfen. Weil die wenigsten Unternehmer sind sozial eingestellt, jeder will einen schnellen Profit machen. Früher, wenn einer ein Unternehmer hat, mit dem Geld, was er gewonnen hat, einen neuen Arbeitsplatz geschaffen. Ich habe auch für mich arbeiten jetzt. Ich habe schon 38 Leute, die für mich arbeiten. 38 ist halt nicht so klein. Und es werden immer mehr. Und weltweit durch die ganzen Dinge habe ich Haufen Arbeitsplätze geschaffen. In Österreich, Schweiz sind Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Das wollte ich gerade sagen. Genau, klar. Und das sind auch Arbeitsplätze, die ich geschaffen habe. Sodass Robert Franz ist nicht nur ein Provokateur in Sachen Gesundheit, sondern auch einer, der sozial für die Leute eingestimmt. Okay, da stehe ich halt auf, jetzt können wir eine schöne Abfindung kriegen von 80.000 Euro. Mhm. Ich müsste nur eine Halskrause machen, sondern nein, ich als gesunder Typ, ich bin der gesündeste Mensch, was da überhaupt rumläuft. Mhm. Meine Meinung, andere haben vielleicht andere Meinungen, okay. Aber dann bin ich raus, da habe ich gesagt, jetzt fange ich an und helfe Menschen. Und da ist angefangen mit Robert Franz, Seminare und so und die ganzen Naturheilmittel. Und bis du jetzt, okay, jetzt bin ich, habe ich meine Firmen, habe meine Nahrungsergänzungsmittelfirma, habe meine Hundefutterfirma und jetzt stehe ich so auf den Beinchen und denke, wenn du so eine Firma hast, heutzutage hast du die Welt voll betoniert, über 1 Million Kubik, Cinemax und IMAX und alles, was die stehen, bis in der Nacht um 12 Uhr betoniert und stehen noch. Genau, Windräder in Deutschland drehen sie auch, weil Robert Franz den Beton gemischt hat. Und bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, 28 Jahre, nach 28 habe ich gesagt, jetzt ist die Zeit reif, aufstehen und was für die Menschen tut. Obwohl ich, früher habe ich Beton gemischt, hinter mir waren die Leute mit Rollstühlen und alles, so Art Lourdes sind sie daher gepilgert, hat Arbeit nicht mehr. Robert, so geht's nicht mehr, du mischst gleichzeitig Beton, hin sind die Leute zum Beraten, was immer da, ambulantes Krankenhaus und so. Er sagt, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch mit Robert Franz. Mein Name ist Götz Wittleben und heute will Robert einfach mal über sein jetziges Leben sprechen. Robert, dein Leben ist sehr bewegt, nicht nur von den vielen Seminaren und dem neuen